Leute, die Forscher in der Entwicklungsbiologie sind gerade echt zwiegespalten. Denn seit diesem Jahr werden in Labors synthetische menschliche Embryonen hergestellt. Und das ist mega krass. Für die Wissenschaft sind sie ein echter Meilenstein in der Erforschung der menschlichen Entwicklung. Und das könnte zum Beispiel helfen, Schwangerschaften besser begleiten zu können. Oder vielleicht sogar eines Tages Körperteile für die Transplantation im Reagenzglas wachsen zu lassen. Okay, Grund sich zu fragen, sind synthetische Embryonen künstliche Menschen? Müssen wir die Grenzen für die Embryonenforschung verschieben? Und geht das nicht alles zu weit? Genau das besprechen wir jetzt bei Dr. Watson. Wenn du noch nach einem kreativen Weihnachtsgeschenk suchst, dann schau doch mal auf drwatson.shop vorbei, denn da gibt es Tourtickets für meine Tour nächstes Jahr im März. Ich komme in 8 verschiedene Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und es gibt noch einen extra Tourstopp. Zusammen mit anderen Creatoren machen wir Mindblown University XXL in Düsseldorf. Und wenn ihr da jetzt bis zum 24. Dezember ein Ticket kauft, dann gibt es noch was zu gewinnen. Es lohnt sich also. Wie gesagt, alle Tickets gibt es unter drwatson.shop und es würde mich sehr freuen, euch mal live zu sehen. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Mit synthetischen menschlichen Embryonen meinen die Forscherinnen und Forscher keine vollständig neu designten Menschen, wie man vielleicht denken könnte. Im Gegenteil, sie sollen als Modelle dienen, die man anstelle von echten Embryonen erforschen kann. Deshalb sollen sie dem Original so ähnlich wie möglich sein, aber gleichzeitig auch nicht zu ähnlich. Warum? Dazu kommen wir gleich. Im Kern geht es bei synthetischen Embryonen um Stammzellen, denn daraus werden sie gemacht. Stammzellen sind ganz besondere Zellen. Wenn die sich teilen, dann entstehen nicht 2 identische Tochterzellen, sondern eine neue Stammzelle und eine Zelle einer bestimmten Sorte. Also eine Stammzelle und dann zum Beispiel eine Leberzelle oder Hautzelle oder Nervenzellen, je nachdem, worauf die Stammzelle spezialisiert ist. Das nennt man dann Differenzierung. Vollständig ausdifferenzierte Zellen können sich nicht mehr teilen. Im Körper braucht man deshalb Stammzellen überall da, wo neue Zellen gemacht werden müssen. Und wo brauchen wir neue Zellen ganz besonders? Natürlich da, wo ganz neue Menschen entstehen müssen. Also in Embryonen. 5 Tage nach der Befruchtung der Eizelle besitzt ein Embryo mehrere sogenannte pluripotente Stammzellen. Pluripotent heißt, dass sie fast alle Sorten von Zellen und ganze Zellgewebe produzieren können, aus denen der spätere Embryo besteht. Also zum Beispiel Gewebe, das später zur Haut wird, Gewebe, das zu inneren Organen wird und so weiter. Und Forschende können aus pluripotenten Stammzellen alle möglichen Gewebe im Labor züchten und dann erforschen. Um synthetische Embryonen herzustellen, werden die pluripotenten Stammzellen dazu gebracht, all die verschiedenen Zellen zu produzieren, die in einem Embryo so drin sind. Und erstaunlicherweise setzen sie sich sogar selbstständig zu dreidimensionalen Strukturen zusammen, die echten Embryonen im Alter von ca. 8 bis 14 Tagen sehr ähnlich sehen können. Sie werden also nicht im Stadium von Tag 0 erzeugt und wachsen dann 14 Tage heran, sondern sie werden direkt im Stadium von Tag 8 bis 14 gebaut. Und so sehen die synthetischen Embryonen dann aus. Ziemlich krass, dass wir Menschen dazu in der Lage sind. Aber jetzt natürlich die berechtigte Frage, wozu das Ganze? Wie ein Mensch entsteht, ist eine der grundlegendsten Fragen der Biologie. Und dabei geht es nicht nur um einen Beitrag zum fundamentalen Verständnis darüber, was uns zum Menschen macht. Vor allem geht es um medizinischen Fortschritt. Die Grundlagenforschung könnte uns vielleicht helfen zu verstehen, warum so viele Fehlgeburten in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft passieren. Eine andere Anwendung wäre, Organe und Gliedmaßen wachsen zu lassen, um sie dann in Patienten zu transplantieren. Aber vor allem, und jetzt wird es spannend, kann man mit dieser Methode Dinge erforschen, die man bisher nicht legal erforschen konnte. Denn wir haben Gesetze, die die Erforschung von menschlichen Embryonen begrenzen. Schließlich ermöglichen die dafür angewandten Forschungsmethoden prinzipiell das Klonen und die gentechnische Manipulation von Menschen. Und da muss man verschiedene Fragen gegeneinander abwägen. Ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Hat ein Embryo eigene Freiheitsrechte? Und falls ja, wiegen sie schwerer als die Rechte und Bedürfnisse der Gesellschaft auf medizinischen Fortschritt? Und was ist mit den Bedürfnissen der biologischen Eltern? Ihr seht, da hängt schon ganz schön viel dran. Weil das natürlich die Forschenden selbst auch erkennen, hat die International Society for Stem Cell Research sich basierend auf einem früheren Report von 1985 selbst feste ethische Handlungsrichtlinien gegeben. Sie verbieten, Embryonen über das Entwicklungsstadium von Tag 14 hinaus für die Forschung zu verwenden.
Ab diesem Tag entsteht der sogenannte Primitivstreifen, der die Körperachsen definiert. Also wo im Organismus ist oben und unten und wo ist vorn und hinten. Die 14-Tage-Regel ist keine endgültige Lösung der ethischen Abwägungen von Rechten und Bedürfnissen der Embryonen, genauso wenig wie die der Eltern und der Gesellschaft. Aber die ISSCR will mit dieser Grenze eine absichtlich früh gewählte Linie ziehen und der Gesellschaft versichern, dass Stammzellforschung nicht unkontrolliert fortschreiten kann. Viele Länder, darunter auch Deutschland, haben Gesetze erlassen, die dieser Selbstverpflichtung der Wissenschaft folgen. Aber hier kommt genau der große Knackpunkt, weswegen die synthetischen Embryonen so ein großer Deal sind. Das Embryonenschutzgesetz und das Stammzellgesetz definieren einen Embryo darüber, dass er aus einer befruchteten Eizelle oder aus embryonalen Stammzellen hervorgegangen ist. Aber wegen genau dieser Definition kann man das Gesetz umgehen. Denn schon seit 2006 gibt es die Möglichkeit, pluripotente Stammzellen herzustellen, statt sie Embryonen zu entnehmen. Und zwar nimmt man dafür ausdifferenzierte Körperzellen von erwachsenen Menschen und behandelt sie mit bestimmten Stoffen. Daraufhin wandeln sie sich in pluripotente Stammzellen um und das nennt man dann induzierte pluripotente Stammzellen. Man kann also synthetische Embryonen herstellen, ohne befruchtete Keimzellen oder embryonale Stammzellen zu benutzen. Und das ist mega krass, denn das bedeutet, Forscherinnen und Forscher können legal synthetische Embryonen in Entwicklungsstadien nach Tag 14 erzeugen und manipulieren. Sie dürfen sie nur nicht in eine Gebärmutter implantieren. Okay. Heißt das, dass man diese Embryonen jetzt unbegrenzt heranwachsen lassen kann? Kann so ein Embryo theoretisch zu einem künstlichen Menschen werden? Dazu kommen wir gleich, aber vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Denn eure personenbezogenen Daten müsst ihr immer auf x-beliebigen Internetportalen angeben und gerade jetzt zur Weihnachtszeit beim Geschenkeshoppen ist das ja extrem nervig. Mein digitaler Fußabdruck wächst und wächst mit jedem Mal und durch Incogni weiß ich inzwischen auch, dass nicht jede Internetseite gut damit umgeht. Niemand will, dass persönliche Daten für kommerzielle Zwecke missbraucht werden oder, und das ist noch viel schlimmer, in ganz falsche Hände geraten. Der Handel mit unseren Daten ist längst Realität und genau deshalb gibt es Incogni. Incogni hilft euch zu erkennen, wo ihr welche Informationen hinterlassen habt. Sei es eure Adresse, euer Name, Fotos von euch oder gar eure Bankdaten. Um loszulegen und diese Daten sichtbar zu machen, müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse angeben und in einem zweiten Schritt kann Incogni dann Datenlöschanträge für euch stellen. Bei mir persönlich waren das direkt beim ersten Mal 60 Löschanträge, die rausgingen und ich konnte sehen, welche Daten von mir gehandelt und für welchen Zweck sie weiterverkauft wurden und das war ziemlich gruselig. Wenn ihr auch wollt, dass eure Daten aus dem Netz verschwinden und sie niemand mehr weiterverkaufen kann, dann schaut mal bei Incogni vorbei. Der Link befindet sich wie immer unten in der Videobeschreibung und mit unserem Code Dr. Watson bekommt ihr außerdem noch 60% Rabatt auf ein Jahresabo. So schützt ihr nicht nur euch, sondern unterstützt auch noch unsere Videos. Und falls ihr nicht zufrieden seid, gibt es wie immer natürlich 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Okay, das ist die Situation bis hierhin. Forschende und Gesetzgeber haben vor vielen Jahren beschlossen, dass Forschung an Embryonen wichtig und richtig ist. Aber nur solange die Embryonen nicht zu weit entwickelt sind. Das ist die 14-Tage-Regel. Die Gesetze definieren Embryonen aber ganz speziell nach ihrem Ursprung. Also Embryonen sind dann Embryonen, wenn sie aus Keimzellen, also Eizelle plus Spermium, entstanden sind. Oder wenn sie aus embryonalen Stammzellen hervorgegangen sind, wie man sie an Tag 5 in Embryonen findet. Die neuen synthetischen Embryonen kann man aber aus den Zellen von erwachsenen Menschen machen. Deshalb darf man sie bisher noch in späteren Entwicklungsstadien erzeugen und sogar gentechnisch verändern. Rechtlich ist diese Argumentation wasserdicht. Die Forschungscommunity reagiert aber mit gemischten Gefühlen. Vielleicht müssen wir deshalb neu definieren, was ein Embryo überhaupt ist. Die Forscherinnen und Forscher schlagen vor, dass alles als schützenswerter Embryo gilt, aus dem ein Baby werden könnte. In anderen Worten, wenn die synthetischen Embryonen dem Original so ähnlich werden, dass sie zu künstlichen Menschen heranwachsen können, dann sollte man auch sie wie echte Embryonen behandeln. Und jetzt die Frage aller Fragen, ist das denn der Fall? Nun, die Forscher, die sich dazu äußern, haben ausgewogene Meinungen dazu. Aber sie betonen doch unterschiedliche Aspekte der Diskussion. Dr. Wayne Fleet vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik betont zum Beispiel, dass die Modelle, also die synthetischen Embryonen, eben nicht mit echten Embryonen identisch sind. Nur wenige von ihnen, etwa 3%, seien dem Original sehr ähnlich, aber eben nicht identisch. Außerdem durchlaufen die Modelle nicht die verschiedenen Phasen der Entwicklung.
Stattdessen werden sie in einem bestimmten Entwicklungsstadium erzeugt, in dem natürliche Embryonen die Fähigkeit verloren haben, sich in eine Gebärmutter einzunisten. Und ohne Gebärmutter könne sich kein Baby entwickeln. Insgesamt hätte also ein synthetischer Embryo seiner Ansicht nach nie das Potenzial gehabt, ein Mensch zu werden. Das ist die Situation heute. Aber Dr. Boyani vom MPI für molekulare Biomedizin vermutet, dass man in relativ wenigen Jahren synthetische Embryonen von Mäusen erzeugen kann, die zu Mäusewelpen heranwachsen könnten. Man hat bei Mäusen sogar schon Embryoide mit schlagenden Herzen erzeugt und das ganz ohne Gebärmutter. Die synthetischen menschlichen Embryonen werden derzeit auf sehr ähnliche Weise hergestellt wie die Mausmodelle. Deswegen könnte es möglich sein, dass synthetische menschliche Embryonen irgendwann die Fähigkeit bekommen, sich potenziell zu Babys zu entwickeln, wenn man sie lässt. Ob das der Fall sein wird, ist natürlich noch nicht klar, aber in den Augen von Dr. Boyani wären synthetische Embryonen in diesem Fall den natürlichen Embryonen gleichzustellen. Wenn der Gesetzgeber das nicht tut, könnte das ein legaler Weg zum Klonen von Menschen werden. Das ist ein krasser Satz. Aber natürlich bleibt die Frage, wer hat denn jetzt hier recht? Gehen synthetische Embryonen zu weit? Das kann man leider nicht so richtig sagen, denn diese beiden Ansichten schließen sich eigentlich nicht gegenseitig aus. Die richtige Frage ist eher, wann gehen synthetische Embryonen zu weit? Während sie heute sicherlich nicht nah genug ans Original herankommen, um Babys hervorzubringen, könnten synthetische Embryonen von morgen das vielleicht schon. Diese Standpunkte kommen auch in diesem Artikel hier zum Thema zusammen. Hier schlagen die Autoren vor, dass man von Modellen spricht, bis die Konstrukte eines Tages in der Lage sind, sich vollständig zu entwickeln. Dann sollte man schlicht von Embryonen sprechen, denn das ist das, was sie dann sind. Was dann natürlich noch zu klären bleibt, ist die Frage, woran erkennt man, dass ein synthetischer Embryo zu einem künstlichen Menschen heranwachsen kann? Und das kann man nur herausfinden, indem man es ausprobiert. Aber dann ist es ja schon geschehen. Deshalb ist es gut, dass wir die Methoden der Entwicklungsbiologie immer erstmal an Tieren entwickeln. Diese synthetischen Embryonen herzustellen, ist schon eine großartige wissenschaftliche Leistung. Die Forscherinnen und Forscher würden sie natürlich sehr gerne dazu benutzen, um spätere Embryonalstadien zu erforschen, als es heute möglich ist. Sie wissen aber natürlich auch, dass es dringend ein Update der gesetzlichen Regulierung und der ethischen Diskussion geben muss. Sollten wir an synthetischen Embryonen nach Tag 14 forschen dürfen oder nicht? Sollten wir sie als menschlich anerkennen und entsprechend schützen? Die Frage, die dahinter steht, ist so groß, dass sie ein einzelner Wissenschaftler ganz sicher nicht beantworten kann und garantiert auch kein YouTuber. Denn wer auch immer die Entscheidung fällt, definiert neu, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und deswegen finde ich, das ist eines dieser Probleme, wo man einfach den richtigen Leuten vertrauen muss. Wir haben in diesem Video vor allem die Seite der Entwicklungsbiologie gehört. Wichtig ist natürlich aber auch, was Ethikkommissionen dazu sagen werden. Und ich bin schon sehr gespannt, ob das Embryonenschutzgesetz und das Stammzellgesetz bald umgeschrieben werden und wie das dann aussieht. Wenn ihr hierzu Updates haben wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram @drwatson. Da werden wir auf jeden Fall was dazu posten, wenn es passiert. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bleibt wie immer neugierig. Euer Cedric.